ganz am Anfang kritisiert. Und deswegen haben wir ein Problem gehabt, dass eben sich nicht in Deutschland über Inhalte gestritten wurde. Deswegen ist die AfD so stark geworden. Jetzt haben wir hier einen Haufen rechtsradikaler Arschlöcher im Parlament sitzen und Frau Merkel trägt ein gerütteltes Maß an Mitschuld. Nun haben Sie von denen sind keine Lösung zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze und alles das, was bei denen dazugehört. Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Ich möchte, dass viele, viele Menschen die Realität in unserem Land, einem bunten, einem vielfältigen Land, als Reichtum verstehen, auch als Herausforderung verstehen, weil sie uns reich macht, weil sie uns inspiriert, weil es nicht eine homogene, amorphe Gesellschaft ist, sondern eine lebendige Gesellschaft. Und deswegen unterstützen Sie diese Idee. Weil wir das aus unserer Geschichte wissen, dass wir beim Kampf gegen die rechten Demokratiefeinde in der ersten Reihe stehen, die müssen wieder raus aus dem Parlament, dafür müssen wir sorgen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist ein Thema, auf das wir auch setzen müssen. Der dritte Punkt ist auch, den Wählerinnen und Wählern der AfD in aller Deutlichkeit zu sagen, ihr wählt hier eine rechtsextreme Partei. Das muss man auch sehr klar und deutlich sagen. Da gibt es keine Entschuldigung für, wenn man durch seine Stimme auch dazu beiträgt, dass die Polarisierung im Land zunimmt. Und das vierte ist dann aber auch, und das wird die Aufgabe von Politik, vielleicht auch von Medien sein, die AfD zu entlarven bei dem, was sie tut. Wir haben in Brandenburg gesehen, dass man dort offen mit Neonazis kooperiert. Wir sehen im Bundestag, dass die AfD die faulste Partei von allen ist. Die kümmert sich nicht um das, was die Menschen in diesem Land umtreibt. Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Na klar. Jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß, wir werden uns weiter für sie einsetzen. Wir wollen emissionsfreie Fahrzeuge haben und wir müssen natürlich mit den ganzen Begleiterscheinungen, selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Fragen wie Rohstoffe, Kobalt, wo kommt das eigentlich her, wie kann das eigentlich recycelt werden, müssen wir natürlich Antworten geben. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobalt verzichten können. Polizei, Roma-Polizei. Hast du? Ja, das hat er schon gemacht, ne? Was ist das? Oh, oh. Du Arschloch. Oh. Halt mal, das ist schon was Problem. Das ist ja auch nicht.